Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Wir sind hier noch in diesem Wald, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich bin ein bisschen nach Norden gegangen, also wir haben ungefähr hier aufgehört. Gibt es überall Bäume, die habe ich mitgenommen, also die Beeren und so weiter. Wir können da mal kurz reinschauen. Hier habe ich auch noch recht viel Sachen gefarmt. Viele Loot ist von den Pokémon, zum Beispiel Ranken. Und so. Und hier auch. Ja. Zum Beispiel Bienenkönigin. Und so weiter. Ja, jetzt ist unser Inventar langsam voll. Wir gehen jetzt mal kurz hier noch ein bisschen nach Norden. Und machen dann nochmal, ja, einen Waypoint zum Zurückreisen. Ah, hier ist sogar noch eine Superkiste. Mit einem Sonnenstein. Sehr schön. Ja, und die Pokémon habe ich ja auch gelevelt, weil ich ja auch, ja, leichte Pokémon immer wieder besiegt habe für den Loot. Und zum Beispiel die Fruitbell, die geben Äpfel, glaube ich. Xiao, okay. Also vor allem Pikachu sind so erledigt wegen den, wie sagt man, Glowstone-Staub. Also sieben Pikachus erledigt. Und, ja, und jetzt. Ja, ich habe noch eine Diamantspitzhacke verzaubert, bin ein bisschen meinen gegangen, genau das ist noch gewesen. Und ja, ich habe echt viel, viel Spaß mit diesem Mod. Ich hoffe, ihr auch. Dürft gerne Kommentare schreiben oder liken oder sonst irgendwas machen. Ist auch kein Zwang, es ist natürlich bei mir wirklich alles freiwillig. Und habe ich Hazelnuts? Ja, man kann leider. Also kann man hier. Nee, also sie sehen so aus, okay. Jetzt muss ich natürlich nachschauen. Ja, Hazelnuts habe ich, okay. Ich werde dann im nächsten Part, auf dem nächsten Part dann alles mal anpflanzen zu Hause. Ich kann euch zeigen, wie das geht. Also zwei von diesen Früchten und ein Kirsch, also ein Baum einfach, je nachdem, welchen gebraucht wird. Also zum Beispiel Bananen brauchen Dschungelbäume unbedingt. Und ja, so Sachen. Wir gehen mal hier außen herum und nicht durch den Schwarzeichenwald. Da oben ist auch noch ein Loot, aber haben wir noch Platz? Einen Platz haben wir frei. Sehr gut. Ja, okay, jetzt auch nicht mehr. Ein Luftbrief. Dann gehen wir kurz zur Ebene, aber nehmen nichts mehr mit, wenn das geht. Und gehen dann zurück und ja, machen dann mal was. Ich muss also alles außen herum, schade. Oh, die sind süß. Die sind wirklich gut gemacht, ja, okay. Ja, das sind eigentlich ziemlich gut gemacht. Ich habe mehrere Pokémon gesehen, die ich noch nicht so gut kannte, wo einfach nicht gerade so toll gedesignt sind. Also Pokémon Company, Game Freak. Machen sich nicht mehr so viel Mühe mit den Pokémon. Es ist schade. Weil die neueste Generation ist wirklich eine der schwächsten, habe ich so das Gefühl. Es ist kaum was Neuerungen gekommen. Außer eben diese Arena-Kämpfe und so weiter, aber die sind jetzt auch nicht gerade so speziell. Und ja, es ist halt einfach so ziemlich. Okay. Der Mond sieht ein bisschen buggy aus. Wenn wir hier mal ein Pinsir habe ich gesehen. Wiesenort. Okay. Ich möchte gerne nämlich diese Sachen hier mitnehmen, diese Büsche. Ich werde hier mal ein bisschen AFK gehen und damit die wachsen und dann abernten. Damit die hier noch bleiben. Also zu hier ist zum Beispiel eins gerade aufgeploppt. Das ist ein Erdbiss. Ein. Ja, sieht aus wie ein Kürbis, der, ja, Geist, Kürbisgeist. Da sieht man es besser wahrscheinlich. Ist ein Kürbis, sieht so aus, ja. Ja, wir haben ja gefragt, ich habe ja gefragt, was könnten wir für Pokémon momentan trainieren? Und da keinen, niemand, ja,
Okay, hier unten ist ein Stollen. Da niemand gewohnt wünscht hat etwas, mache ich das einfach und wünsche mir, ja, ich fange an mit Käfer-Pokémon, weil die zu low, also low-leveliger sind. Ich will ja anfangs nicht so viel Ding hochlevelige Pokémon trainieren. Und damit es ein bisschen spannender ist, mache ich noch eine zweite Klasse. Und also zweite Pokémon-Typ Ding. Und das wäre Kampf. Ja, ist ein bisschen schwer zu holen. Eis auch. Eis hätte ich Lust irgendwie. Elektro. Ja, ist eigentlich auch schwer zu holen. Also ich möchte gerne ein Pikachu trainieren. Können ja Elektro als dritte Klasse nehmen. Hier habe ich gar kein Saphir. Ach nicht. Also nehmen wir das später. Suchen wir einfach kurz eine Kiste oder so. Ja, ist leider kein guter Stollen. Ja, gehen wir also zurück. Wir müssen mal ein paar Sachen ausladen. Okay, eine Fackel abgefallen. Nehmen wir die Fackel mit. Wir haben nur noch 14. So. Ja, die kann ich jetzt auch nicht mitnehmen. Ja, gut. Zu viele Sachen. Ist nicht gut. Ja, gut. Die Schienen brauche ich eigentlich nicht mitzunehmen. Okay, ein Kleinstein. Also, dann gehen wir zurück. Es ist genug hier durchgesucht. So, und wir können kurz Sachen hier reinlegen. Und dann nochmals gibt Gateback. Ne, das gibt's nur mit Plugin. Ja, dann gehen wir zum Stollen zurück und holen die Sachen noch. So, sollten ja nicht die Spawns sein. Also zuerst mal hier die. So, und dann hier hoch, genau. Hier rechts. Nochmals rechts. Also links und jetzt rechts. Ne. Hier. Ah. Hier und dann hier, ja. Hier ist nichts. Ah, das sind irgendwie falsch. Ich hoffe, die finden wir wieder. Müssen vielleicht auch ausleuchten das nächste Mal. Okay, hier ist schon mal nicht. Da haben wir uns ein bisschen geirrt. Okay, Bauxit können wir noch mitnehmen. So. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo das war. Ist es nicht hier gewesen? Ja. Okay, sehr gut. Dann, der Stein brauchen wir nicht. Und hier ist ja nichts gewesen, ja. Also dann könnten wir eigentlich zurückgehen. So. Also, was machen wir? Ich wollte ja ein paar Pokémon holen, aber dafür brauchen wir den PC, also machen wir jetzt den PC. Wir haben ja jetzt Glowstone Staub. Jetzt müssen wir alles schauen. Also, kommt PC. Der da. Der brauchen wir. Wir brauchen Aluminiumblech, wir brauchen Glowstone. Also tun wir jetzt erstmal alle Sachen rein. Also hier haben wir. Hier haben wir einfach mal die Bälle. Jubelbälle brauchen wir für ein paar Crafting-Rezepte, also die nicht aufbrauchen. Vor allem hier, ja, die richtigen
Pixelmon-Früchte. So. Und hier mal die Früchte. Und hier solche Sachen. Hier mal die Schienen auch. Die Bienen können auch hier hin. So. Und den Rest lade ich dann zu Hause raus. Also, ja, wenn ich nicht Aufnahme mache. So, wir haben einen neuen Glowstone. Deshalb machen wir da mal gleich so viele Laternen, also zwei. Dann, ja, die Laternen jetzt. Also Lampen jetzt. Jetzt haben wir zwei Lampen. Als nächstes müssen wir Aluminiumblech machen. Und Aluminium müssen wir zuerst brennen. Glas habe ich noch für die Bottles. Aber ich brauche ja Aluminium. Und Aluminium macht man aus Bauxit, oder? Bauxit. Bauxit. Scheinbar nicht. Ja. Nehmen wir mal den Schrott raus. Machen wir das alles hier hoch. So. Das hier runter. Das hier hin. Letzten Lampen muss ich noch mitnehmen. Für Aufwecker brauchen wir. So. Glowstone brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und jetzt sollten wir Aluminium haben. Genau. Haben wir nicht noch mehr? Ich habe doch irgendwo noch mehr Aluminium abgebaut. Aber wo denn? Konnte nicht sein, dass wir nur so wenig Aluminium haben. Also was müssen wir machen? Wie macht man Aluminiumblech? Also ich denke mal, es geht am Amboss irgendwie. Kann das sein, dass wir das jetzt bekloppen müssen? Das ist voll bekloppt, ey. Ja, du musst aber schon bleiben. Das ist irgendwie verbuggt. Okay. Das geht schon mal nicht so gut. Okay, es geht nicht immer wieder. Es geht nur manchmal. Okay. Wir brauchen leider sehr viel, also muss ich nochmal Aluminium holen. Aluminium gibt es meistens oben, also so wie Eisen. Ah. Es ist sehr sensibel, so ich bin halt drauf gekommen auf die Maustaste. Oder auf die rechte Maustaste. Ja. Also machen wir das Spannende und ich werde ein PC mal zusammenbauen. Wenn ich eben zwischen der Aufnahme mal etwas tue. Ich mache gerne langweilige Sachen zwischen den Aufnahmen. Das kenne ich jetzt einfach aus Champions of Regnum so. Dass ich da mal eher so Reichquests und so mache. Ja, wir sind gleich fertig. Aber da haben wir es leider auch gleich fertig. Wir haben keine Haltbarkeit, nix. Ah, wir können jetzt etwas verzaubern. Was verzaubern wir? Nochmal eine Spitzhacke, damit wir eventuell noch bessere Dinge bekommen. Ich würde gerne als nächstes... Ja gut, lassen wir das. Es ist mir zu sensibel gerade. Also machen wir das hier rein. Wie viel brauchen wir? 6. Ja, 1 reicht nicht. Also als nächstes... Ich schaue mal kurz in die Öfen, ob ich irgendwo habe. Ne, ich habe keins. Also Bauxit müssen wir holen. Ja, wir machen jetzt nochmal eine Spitzhacke. Und verzaubern die nochmal. Eventuell Behutsamkeit drauf oder Reparatur oder so. Ja, Reparatur ist natürlich nicht so toll, weil es Level kostet. Ja, Glück 3. Glück 2. Also es würde sich lohnen zu machen. Aber ich habe kein Lapis Lazuli, das vergesse ich natürlich wieder. Zanguse, wie der heißt.
Ah, Senke auf Deutsch. Ich würde gerne, ja, das Ladybar, das ich gefangen habe, zeigen, weil es ein Shiny ist. Aber eben der, ja, PC geht noch nicht. Deshalb dann in der nächsten Folge. Das Shiny gab's hier drüben, also so ungefähr da mit diesem Holz, ja, Lehmhaufen. 3, 4, 3. Würde sich lohnen, zusammen zu craften, oder? Dann hätten wir 3, 3, 4 oder so. 3, 4, 3. 443. Okay. Wird es sich lohnen? Ja, wir haben genug Eisen, oder? Ja. Dann machen wir schon mal einen Amboss. Wie geht der Amboss schon wieder so? So? Ja. Sehr gut. Der Amboss machen wir direkt hier daneben. Oder, machen wir den hier hin. So. Ich möchte gerne, dass es Low Level braucht. 23, okay. Also es gibt doch nur 3, 4, 3. Weil Haltbarkeit irgendwie nicht zusammen auf 4 geht. Es tut nur Glück. Nee, es tut nicht mal Glück. Okay, es lohnt sich nicht. Doch Effizienz geht hoch. Ah, 3, 5, 3. Das lohnt sich aber nicht. Ich will nicht mehr Effizienz und weniger Haltbarkeit. Bei Haltbarkeit gibt es kein 4. Und Glück. Ja, komm. Okay. Dann haben wir leider nur noch 10 Level. Das geht wieder sehr lange hochzuleveln, aber gut. Das hat sich schon auf eine Art und Weise gelohnt. Also, dann machen wir mal die Schere rein und der Eisenhammer kann mal hoch. Jetzt mache ich noch gerne mal kurz diese Teile hier runter, genau. Und dann habe ich hier noch eine Kiste. Ah, hier ist das Bugseed, also wir könnten das eventuell jetzt noch machen. Wir könnten mal das aufteilen. Nehmen wir das nochmal raus hier. Genau, da war's. Ich in der Mine das zwischengelagert habe. Also, dann brauchen wir nochmal den Hammer, einen anderen Hammer. So. Und dann haben wir das eigentlich. Auch gecraftet. Ich habe es bei einem anderen englischen sprachigen Let's Play gesehen. Es geht sehr lange, einen PC herzustellen, aber wenn man ihn hat, dann hat man eigentlich immer wieder diese, ja, eben, kann man immer wieder Pokémon austauschen, sonst kann man das nicht machen. Und das ist wichtig. Also wir haben 6. Jetzt brauchen wir noch einen Redstone und eine Glasscheibe. Wie geht Glasscheibe? Geht schon wieder Glasscheibe? Ich möchte eine Glasscheibe herstellen. Ah, oh, alles unten. So. Okay. Weiß ich das nochmal auswendig? Irgendwie so. Oben Redstone. Und was brauchen wir noch? Glowstone? Okay, der PC ist da. Oh, wir haben einen PC. Ja, jetzt können wir zocken. So, und wir nehmen das Ladybar raus. Und zwar mit dem Zickzack, das besser ist. Jetzt muss ich schauen. Welches ist denn besser? Zusammenfassung. Völlerei, das ist das Schlechte. Mist. Wissen wir das Bessere? So. Und ja, ein Evoli möchte ich gerne noch trainieren. Oder das Purm lassen wir mal. Das Mauzi. Kann mit dem Quapsel oder so. Und dieses auch. Ne.
Machen wir Raubi, wir sind ja eben jetzt ein Käfertrainer. So. Also zuerst einmal möchte ich kurz Zickzack, so das hat keine Mitnahme. Hä? Das Mauzi hat Mitnahme. Ja. Dann tauschen wir das noch kurz aus. Aber irgendwie funktioniert auch Mitnahme nicht. Oder nur im Kampf. Zusammenfassung. Okay. Ja. Ist eigentlich egal, Verteidigung ist schon gut. Dann Ladybar, eben Shiny. Wo sieht man das? Hier unten am Stern. Steckt Käferattacken in Not. Superschallreflektor Bodyguard. Ist auch gut, ist physischer Angreifer. Was haben wir denn bei Arboratros für eine Beliebtheit? Zufriedenheit 153. Es ist leider ein oder zweimal gestorben, weil ich ein bisschen übertrieben habe gegen Pikachu Level 38. Es ist leider gestorben. Weil es erst 28 ist. Ja, es ist da nicht so richtig drauf. Ja, das Raubi ist besonders stark, das ist Level 2, das ist klar. Ladybar wollte ich rausschicken. So sieht's aus, funkelt ein bisschen und ist heller. Also orange, hell orange. Und blaue Füße. Oder Beine. Ja, mein erstes Shiny. Und eben das habe ich hier, dort wo das Arbok ist, habe ich gesehen. Hä? Ladybars sind doch nicht orange. Oh, das ist ein Shiny! Ja, das ist ein Shiny! Ja. Also machen wir jetzt noch die Bäume kurz. Haben aber noch ein bisschen mehr Zeit, oder? Ja, ein bisschen haben wir noch Zeit. Okay. Dann, ja, das ist auch ein Shiny. Die habe ich ja extra als Shiny gemacht, damit sie ein bisschen abgrenzbar sind vom anderen. So, was wollte ich die Bäume machen? Also ein Kirschbaum unbedingt, Avocado auch gerne. Und ja, Esskastan jetzt noch nicht. Ich will einfach die beliebten Sachen in der Nähe haben. Wir könnten Bohnen anpflanzen, Teeblätter habe ich schon angebracht. Tomaten können wir anpflanzen. Und ja, Süßkartoffeln eher nicht. Walnüsse eigentlich auch nicht. Also, machen wir das mal. Und dazu brauchen wir die Bäume. So, nehmen wir mal ein paar. Und dann einfach zwei zusammen. Geht es nicht mehr? Wieso geht es nicht mehr? Gibt es noch etwas Spezielles? Drei, okay. Das habe ich nicht. Aber, also, Kirschen muss ich noch eine nehmen. Und was ist das an der Avocado? Habe ich genug. Okay, machen wir einen Avocado-Baum. So. Und ja, die Sachen können rein. Was habe ich noch rausgenommen? Pore. Frühlingszwiebel. Können Frühlingszwiebel noch ausbauen? Noch Samen ernten, also anpflanzen. So. Ah, das sieht schön aus mit den verschiedenen Bubbeln. Dann machen wir mal dich hier und ja, der Rest muss ich ja anpflanzen. Okay, dann nehmen wir mal dorthin. Haben wir noch irgendwie etwas? Ah, gut. Also so viel Weizen brauche ich ja nicht, weil ich ja nichts anpflanze. Okay, jetzt dachte ich schon, das wäre ein Shiny. Super Schar. Serviert. Quinte. Ne, die Bar wurde besiegt, ja gut. Dann machen wir doch das am besten so, dass wir jetzt das Purmel einsetzen, das hoffentlich noch besiegen kann. Ja, es macht auch nicht so viel Schaden. Aber dann wären wahrscheinlich dann eine Entwicklung. Sieht richtig komisch aus. Ich habe es schon gesehen im Wald. Wie es aussieht, wenn es sich so entwickelt. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Wir sind einfach zu schwach. Ja. Schade. Ja.
Mauzi, komm, damit du Mitnahme. Ach mal, das geht. Ja, gut. OP, hä? Dann bekommst du auf die Mütze. Ich finde, Pokémon sind einfach viel zu stark. Also alle Pokémon, die nicht uns gehören, sind zu stark. Also die Attacken machen zu viel Schaden. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, ist kampfunfähig. Weil, wenn man ausprobieren möchte, bekommt man eigentlich immer auf die Mütze. Ich habe jetzt extra nicht gerade die besten Pokémon ausgewählt und so, weil ich ja Rollen spiele. Und deshalb, ja, es ist ein bisschen schade, dass das Mauzi uns ein bisschen fertig gemacht hat. Gut, was haben wir sonst noch? Es ist recht kompliziert, weil so viel los ist. Also, dass wir so viel machen müssen. Okay, das möchte ich gerne fangen. Überblick für ein, ja, sehr aggressives Pokémon, irgendwie ein bisschen komisch. Synthese ist zum Heilen. Ich müsste es versuchen, aber es wird ausbrechen, 100 Pro. Ah, ich muss auf den anderen, auf den Vati messen. Auf den Vati. Ja, jetzt ist es auch paralysiert. Ich wollte doch paralysieren. Aber das hat keine Wirkung. Stimmt. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt müssen wir Pokébälle verbraten, bis es gefangen ist. Aber beim zweiten oder dritten Mal ist es meistens gefangen. Machen wir jetzt noch ein oder zweimal. Machen wir mal noch zweimal. Aber das Lecktech möchte ich unbedingt fangen. Nee, richtig einsetzen. Also, dann muss ich wieder Bälle herstellen. Ich mache mal Hyperbälle vielleicht auch. Ja, okay. Okay, du bekommst jetzt auch die Fresse. Wo ist es nicht anders? Oh Gottchen. Es nervt schon ein bisschen. Die Chancen sind viel zu hoch bei Pokémon. Auch in den Spielen. Ja, und dann gibt's nur diese blöden Glowstone-Staubzeugs. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Pech im Kampf. Keine Ahnung. Kürbis möchte ich noch anpflanzen. Und noch Kürbis. Und ja. Ach, dieses Pokémon-Käufwaff. Überall gibt's das einfach viel zu häufig. Also, was brauche ich? Ich brauche, was haben wir gesagt? Kürbis. Machen wir einfach mal 4 Kürbis. Ja. Ein Level 35er Trainer wird uns in 0,nix besiegen. Okay. Dann setzen wir das einfach hier hin. Die rote Beete brauche ich ja nicht mehr. So. Noch ein paar Zuckerrohr ernten. Im nächsten Part werden wir dann schauen, was wir essen, kochen können. Ich werde währenddessen ein bisschen meinen. Und wir gehen auf große Erkundung im nächsten Part. Der kommt schon morgen. Und vielleicht heute noch, weil morgen das Video kommt von heute. Also das, was ich jetzt aufnehme. Genau. Und ja, ich habe echt viel Spaß. Also es kommen mehr Parts jetzt, weil ich eben so mega viel Spaß habe. Das Haus endlich bauen möchte. Ja, das machen wir übernächsten Part eventuell. Denke schon. Und ja, der Grundriss ist ja schon mal. Ich hatte ja einfach zu wenig Andesit. Jetzt habe ich genug Andesit gespammt. Ja. Das ist leider nicht so spannende Pokémon hier. Ladybug.
Was haben wir denn auf der Map? Ich möchte gern umstellen. So, okay, auf Tag. Ich möchte dann gerne mal diese Gegend hier erkunden. Also diese auch natürlich hier oben. Und eventuell gehen wir die Wiese noch erkunden. Aber auf jeden Fall brauche ich andere Biome. Also hier hat es eigentlich meistens die gleichen Biome. Viel Wald halt auch. Ja. Mal schauen, wie die Gegend so ist. Ja, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.